Dann schauen wir uns doch mal das Dungeon an. Hallo, Gelbjacke. Hallo, willst du die Höhle erkunden? Ja, großartig. Dann kann ich hoffentlich bald abziehen. Ich bin's leid, mir hier die Beine in den Bauch zu stehen. Du weißt vermutlich bereits, dass in der Nähe der Phantominsel ein unbekanntes Schiff gesichtet wurde. Seitdem halten wir Gelbjacken in der Gegend Ausschau. Ja, ich weiß. Ich will doch einfach nur in die Höhle gehen. Benutze die Inhaltssuche, um Sastasha zu betreten. Nun zugänglich. Okay, darf ich mich bewegen? Dungeons erforschen. Ja, ich weiß, wie Dungeons funktionieren. Inhaltssuche, Sastasha. Teilnehmen. 10 Minuten Wartezeit im Durchschnitt. Ach du heilige Scheiße. Ja, Halleluja. Ja, dann, Oh, ein Räuber. Komm her. Warum kann ich hier nicht... Das Spiel gehört zum Spiel in Hand eines anderen Spielers. Lol. Okay. Dann greif mal diesen Puck an. Oder beide. Er hat nur einen angegriffen. Okay. Egal. Ja, ich habe jetzt nichts zu tun. Das heißt, wir grinden jetzt ein bisschen. Komm mal her, ja. Lass den Quatsch. Wir töten jetzt einfach ein paar Monster. Was anderes kann ich ja ehrlich gesagt nicht mal groß machen, ne? Wir müssen jetzt warten aufs Dungeon. Und nur 4 Leute gehen hier jeweils in den Dungeon rein. Okay. 2 Damage-Dealer, 1 Tank und 1 Heiler. Oh, gib ihm! Ins Gesicht! Komm! Nochmal! Oh. Schade. 10 Minuten warten, ey. Was mache ich denn in den 10 Minuten? Oh, da ist ein Fate. Direkt in der Nähe. Dann machen wir das doch. Komm, renn da hin. Haben wir wenigstens was zu tun für 2-3 Minütchen. Die Goblinjäger besiegen. Oder was? Ja, okay. Ja, dann erledigen wir die Kollegen doch. Ich hoffe einfach, es kommen jetzt nicht alle auf einmal. Nee. Hey. Ja, Nummer 1 haben wir erledigt. Hab das einen Fortschritt? Nee. Typix Raffnix scheint der Rädelsführer zu sein. Ein paar Schläge auf seinen Schädel sollten selbst dem begriffsstützten Goblin zu verstehen geben, dass er und seine Bande hier nicht erwünscht sind. Ja. Und ich muss ja trotzdem zuerst die Goblinjäger besiegen, bevor ich ihn erledige. Guck mal, jetzt kriege ich sogar noch Hilfe. Wunderbar. Sehr schön. So, und jetzt mach ihn kaputt. Danke. Oh ja, das ist perfekt für eine Feuera. Ich weiß halt nicht, wo ich meine DPS sehen könnte. Jetzt geht's aber ab hier, du. Jetzt geht's ab. So mag ich das. So, und zurück mit dem Feuer. Bisschen Abstand nehmen. Noch nicht einsatzbereit. Kannst mich mal. Er hält aber einiges aus, der Kollege Schnürschuh hier. So, gib ihm mal... Oh, den Dot wollte ich eigentlich machen, der Blitz. Haben wir noch den Stumpfsinn. Ob es was bringt, ist eine andere Sache. Ah! Fertig! Fade abgeschossen. Nur Silber? Ich war doch als erster hier. Sag mal. Oh, da war ich noch nicht beim Ätherytenplatz, ne? Können wir vor dem Dungeon noch schnell zum Ätherytenplatz gehen und uns
damit harmonisieren. Ich bin immer noch der Einzige, der hier in der Gruppensuche gefunden wurde. Das ist, ja, super. Das ist cool. Sehr, sehr cool. Was haben wir da noch? Freibriefe des Bierhafens. Warte mal, da hinten ist der Ätherit, ne? Ah, da. Kann man eigentlich gar nicht übersehen. Kann man eigentlich gar nicht übersehen. Ich habe noch eine neue Mail bekommen. So, okay. Ja, da war noch eine wichtige Mail, die ich kurz durchlesen musste. Post habe ich wahrscheinlich nicht. Wo haben wir hier den Mogri? Hier. Muss ich noch kurz wieder OBS öffnen. So. Noch keine Briefe für dich, Kupo. Chocobo-Verleih brauche ich nicht. Die Freibriefe hier muss ich jetzt nicht anfangen, während ich in einer Warteschlange bin, wenn ich ehrlich bin. Ja, dann gehen wir halt noch ein paar Monster töten. Wenn es sich anders geht, geht's halt nicht anders. Oh, der hat mich, glaube ich, getroffen, ne? Ibim! Oh. Los! Zack! Da ist noch einer. Ich töte jetzt einfach so lange die Kollegen hier, bis alle... Ja, jetzt ist der Durchschnitt schon auf 11 Minuten gewachsen. Wow. Nicht genügend Mana-Punkte. Geil. Na los. Zweimal noch Feuer und dann sollte er kaputt sein. Ja, ja. Locker vom Hocker. Du hast einen Puckflügel erhalten. Ja, und was mache ich jetzt damit? Keine Ahnung, ha? Einmal noch das Feuer. Und jetzt bitte... Oh, ich habe keine Magiepunkte. Wunderbar. Es bringt mir zwar nichts, was ich hier mache, aber... Ja, was soll ich denn sonst machen, wenn ich aufs Dungeon warte? 14 Minuten ist die Wartezeit schon. Ha. Geiler Scheiß. Echt. Oh, hat mich sogar getroffen, obwohl ich gar nicht drin stand. Ha. So, los, gib ihn. So richtig, bitte. Sadele. Ah, die hat's nicht festgenagelt am Boden. Nochmal eine Feurer. Und machen wir den im Nahkampf. Wunderbar. Und der ist so erledigt. Komm. Gegen zwei auf einmal kämpfen ist dann doch unangenehmer als gedacht, wenn ich ehrlich bin. Und die haben mir die Hälfte meiner HP weggenommen. Aber gut. Hindert mich nicht daran, weiter zu kämpfen. Aber diesmal nur gegen eine Fledermaus, bitte. Komm, komm. Einmal noch das Feuer. 14 Minuten Wartezeit. Je länger ich warte, desto höher geht die durchschnittliche Wartezeit. Das ist ja super. So ist, ja, ich fühle mich gerade tatsächlich wie zu meinen WoW-Zeiten als Damage-Dealer. Aber da wartest du halt 30 Minuten auf die Dungeons. Aber 14 Minuten ist trotzdem sehr lange. Ah, shit, ich habe vergessen, die Transposition zu machen. Oh shit. Naja. Und noch was zu erledigen in der Nähe. Nee. Da ist zwei Fates sind da oben. Komm, wir laufen mal hoch. Wir gehen zu den Fates. Bis da mal die Gruppe gebildet wird.
Ich meine, ich habe noch eine Stunde Zeit, dann muss ich gehen. Bis dahin würde ich gerne das Dungeon erledigt haben. Bin ich ganz ehrlich. Bis dahin würde ich gerne das Dungeon erledigt haben. Ach du Scheiße. Oh Gott, jetzt muss ich hier durchgehen. Ja, dann muss ich den Kollegen schnell besiegen. Was ist das da? Ach, Herr Jemine. Los, gib ihm. War richtig. Wie viel Damage macht das hier eigentlich? 80 und das? 180. Hm. Ein bisschen mehr Damage. Und nur ein bisschen. Ah, jetzt muss ich da hoch. Okay. Ja, hopp hopp. Würde ich mal behaupten. Fortschritt ist auf 43. Oh, Mann. Killer Mantis. Ja, ich kill dich jetzt. Weil du mir so auf den Sack gehst. Mich jetzt angegriffen hast. Ich bin auf dem Weg zu einem Fate, Mann. Lass mich doch wenigstens da in Ruhe. Einmal noch Eis. Und dann habe ich wieder 10.000 Mana-Punkte. Genau. Was Abbruch? Ah, ist schon besiegt. Lul. Fate lebt's noch. 43% immer noch der Fortschritt. Gut, komm, komm, komm. Lauf schneller. Lauf um dein scheiß Leben. Ein fatales Ereignis. Ja, ja, ja. Ich bin ja auf dem Weg dahin. Fate-Bereich. Was muss ich machen? Sahagin Hellebardiere besiegen oder was? Dann machen wir das doch. Aber da treffe ich immer ab. Oh, scheiße. Und jetzt alle auf mich? Holy fucking shit. Nimm mal ihren Heiltrank. Oh Gott. Bisschen viel Damage war das, mein Lieber. Das war ein bisschen sehr viel Damage auf einmal. Stufe 41. What? Stufe 44. Ach, du heilige Scheiße. Ja, ich bin ein bisschen fehl am Platz hier, ha? Sind sehr fehl am Platz, bin ich hier. Oh, jetzt gehen sie auf mich. Nein, lass mich in Ruhe. Ah, nee, da muss ich nicht hingehen. Ach, du Scheiße. Um einen Heiltrank. Das habe ich nicht gesehen, dass es Level Stufe 44 plötzlich ist. Da, Stufe 17. Das ist ein gutes Feld, was ich machen kann. Ach, du heilige Scheiße. Das habe ich erst, erst gemerkt, als ich fast ein One-Shot war. Heieieiei. Ja, dann machen wir dieses Fate hier. Stufe 14. Flachkrallenplünderer. Das ist eher so mein Metier. Stufe 20, also 14 bis 20, so. Das ist eher so mein Ding. So, wie viele Plünderer haben wir denn da oben? Und du gehst auch auf die Dämmer fliegen, auch gut. Hey, 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 hey. Beruhig dich, okay? Ei, sind das viele. Komm her. Der nächste, bitte. Oh, lass mich doch den Angriff. Oh, guck mal, hier kann ich schön dreimal die Feuer machen. Passt perfekt rein, guck mal. Zack. Hält sich mehr Feuerer. Warum gehen die jetzt alle auf mich? Sage mal, was soll das denn? Sterb doch einfach. Ist denn zu viel verlangt oder was? Was Abbruch? Gib dir jetzt einen Abbruch. Hier, Feuerer. Gib ihm. Ah, er hat mich getroffen. Scheiße. Warum gehen die jetzt alle auf mich? Hallo? Hallo? Oh, komm. Friss mal die Rosinen noch. Friss das Zeugs. Komm. Ah, oh, nee, nee, nee. Eis machen, bitte. Danke.
Wow, 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 wow. Ruhig durch, meine Lieben. Ruhig doch. Es ist genug Feuer für alle da. Es ist wirklich genug für alle da. Das Blaue ist vom Verbündeten, lol. Oder von den Verbündeten. Da muss ich nicht ausweichen. Ist ja eigentlich logisch, ne? Eigentlich. Nicht gut ausgewichen. Wir gehen mal zurück zum Feuer. Die Feuerer mache ich jetzt mal nicht, weil sonst pull ich den Kollegen da noch. Fade erfolgreich. Wunderbare Sache. Greift mich da noch was an? Nee. Ja, hier. Komm, ich habe gerade noch den Feuerbonus. Halt her, deine Krallen. Guck mal, schon 20 Minuten ist die Suchzeit jetzt. Wow. Wow, wow, wow. Gehen wir halt nochmal zurück ins Städtchen. Ach, hey. Vielleicht kann ich hier irgendwelche Sachen verkaufen hier. Im Bierhafen. Gibt's hier Händler? Guck mal, Rüstungshändler. Krieger, Magier. Kann ich auch Sachen verkaufen, was ich nicht mehr brauche? Arsenal öffnen. Guck mal. Steht hier, was ich ausgerüstet habe? Händler, ja, ja. Ich habe den Prunk-Knochenstab. Ah, keins von hier. Okay. Verkaufen, verkaufen. Kann ich eigentlich alles verkaufen, was ich nicht brauche, oder? Wenn ich... Wie gesagt, ich brauch's ja nicht. Was ist das? Fehlschlag. Ah, ich habe trotzdem noch... Das ist da die Level 44 Dingens. Okay, ich habe nichts zum Optimieren. Dann verkaufe ich doch einfach mal alles. Schuhe auch, kannst du alles haben. Steht da, wie viel Geld der noch hat? Oder kann ich dem beliebig viel verkaufen? Oh, guck mal, Sastascha. Yes, Baby. Lass mich aber zuerst doch wieder alles verkaufen, bitte. Teilnehmen. Ja, wir sind drin. Sehr schön. Ich freue mich. Mein erster Dungeon. In Final Fantasy. Let's fucking go. Sastascha. Schöne Höhle. Oh. Schöner Dungeon. Okay. Dungeons stürmen. Aha, Limitrausch. Was ist denn der Limitrausch? Eine Gruppe beitreten. So, die Frage ist, arbeiten wir jetzt hier als Team oder werden wir alle drauf gehen? Was ist denn mit ihm verkehrt? Der pullt einfach mal alles. Okay, ah, jetzt kämpfen wir. Okay. Oder was ist los? Alter! Was macht der denn? Fucking hell. Was pullt der denn alles? Lass mich mal meine Feuerer machen hier. Okay, wieder in den, ich sage jetzt einfach Frostmodus oder Eismodus, keine Ahnung. So, wieder die Feuerer. Die nächste Feuerer machen wir schon spontan, ja. Nochmal eine.
zurück zum Frost. Hey, Level up. Sehr schön. Schön. Stufe 20 bin ich jetzt eigentlich. Höhlen-Aurelia, komm her. Der pullt schon wieder so viel, gefühlt. Aber gut, es hat ja gut geklappt, ne? Und daher ist okay. Aber das ist jetzt nicht gut. Jetzt haben wir Damage-Dealer und Heiler, die Aggro. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Naja, was soll's. Oh, guck mal. Ist er gestorben oder was war da los? Nee. Now what's going on? Scheiße. Was ist jetzt? Chatten die irgendwo oder? Ah, One Sec hat einer geschrieben. Kann man hier Gruppe? Ah. Na, dann warten wir halt. Ist ja nicht so, dass ich ein YouTube-Video am Aufnehmen bin. Und ich jetzt einfach nichts mache. Oh. Ihr seht es nicht wegen meinem Dingens hier. Aber der, gut, jetzt seht ihr es vielleicht. Der hat geschrieben, seine Fenster waren offen und es hat angefangen richtig stark zu regnen. Fühle ich, ist in der Schweiz auch so. Man weiß nie, wann es passiert. Man weiß nie, wann der Scheiß passiert. Wo haben wir noch eine Feuer? Hätte ich wenigstens zwei. Boah, das ist, gibt eine schöne Feuerer. Leider nur eine. Aber besser als nichts, oder? Da kommen jetzt noch neue Sachen aus dem Boden raus. Okay. Was ist er denn? Jack Jackal. Das Ziel ist außer Reichweite. Der Scheißdreck ist außer Reichweite. Ach, jetzt läuft's aus. Scheiße. Naja. Egal. Ich glaube, der andere ist auch Schwarzmagier. Kann das sein? Ich dachte, hier sind Banditen oder so, aber wir kämpfen hier nur gegen Meerestiere. Gefühlt. Dann machen wir nochmal die Feuerer. Warum Abbruch? Oh. Und zwei Feuerers kann ich noch machen. Sieht man irgendwo die DPS oder sehe ich irgendwo, wie viel Schaden ich mache? Wahrscheinlich nicht, ne? So was nennt man Entschleunigung. Was ist denn die Entschleunigung? Und hallo, Serfex. Schön, bist du da. Da muss aus meiner Gegend kommen. Hier kam auch gerade was runter. Ja, bei uns in der Schweiz ist auch ganz kurios aktuell, ne? Da, jetzt scheint bei mir die Sonne. Vor 2 Stunden hat es richtig hart geregnet.
In der Nacht ist im Süden der Schweiz sind Dächer eingestürzt von Tankstellen. Weil so viel Wasser kam. Geplündert. Oh, da mach ich aber Bedarf drauf, du. Beuteregeln. Ja, die sind so wie auch in WoW, die Beuteregeln. Das ist mir bewusst. Oh mein Gott. Da habe ich plötzlich einen hinter mir an. So, bitte wechseln. Wieder aufs Eis. Ja, den habe ich erledigt. So gut, sehr gut. Schade, kann man im Laufen nicht casten. Das wird das Leben um einiges einfacher gestalten. Unauffälliger Schalter, aber ist ganz auffällig angeschrieben. Chopper! Das sieht aber nicht aus wie der richtige Chopper von One Piece. Hier brauche ich ja keine Feuerer. Ist das schon der Endboss vom Dungeon? Ein schönes Tier. Es ist so, was ist es? Keine Ahnung. Aber es sieht cool aus. Es sieht cool aus. Das ist das, was zählt. So. Der Katzenzwinger öffnet sich wieder. Nee, das war sicher noch nicht alles, oder? Nee. Kann ich für irgendwas Bedarf würfeln? Magier. Oh, jetzt kann ich aber nicht nochmal Bedarf würfeln, oder was? Also hier mache ich mal Gier. Hier passe ich. Wo sind denn die anderen? Ah, die sind schon weitergelaufen ohne mich. Lol. Ach herrje. Ach herrje. Mann, lauf doch nicht immer davon. Ich kann so keine Spells machen, mein Freund. Und ich würde gerne Spells machen. Kapitän Madison. Ist das der Boss? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es jetzt wieder dreimal eine Feuerer. Weil die passt perfekt hier rein. Aber wo man den Damage sieht, weiß ich immer noch nicht. Das ist so mein DPS oder so. Weiß ich, ob man die sieht irgendwo. I don't know. Ne, die Feuerer brauche ich jetzt nicht mehr. Der Kollege sieht mir eher nach einem Boss aus. Aber es geht da hinten ja noch weiter. Ah, es war... Okay, der ist dann wahrscheinlich tatsächlich der Endboss, ne? Wieder um das Beutegut würfeln. Da passe ich. Oh, renn mal. Ja, schau mal einen an. Hier geht's direkt weiter mit den Banditen. Pult noch mehr. Oder was? Lass ich meine Feuer machen, bitte. Ah, ich hab zu wenig Mana. Lol. Ach, scheiße. So, zweimal noch Eis und dann gibt's wieder eine schöne Feuerer. Ach shit, ich gehe auf den Kollegen hier, lol. So, jetzt. Ja, nur zweimal gibt's eine Feuerer. Oh, besser als nichts, oder? Jetzt hat noch einmal normales Feuer. Jetzt hier wieder Eis. Ach so, hast du das gemeint, Chefex. Okay. Ja. Ist nicht schlimm. Wenn man in den YouTube-Videos mal ein bisschen warten muss. Gibt's Schlimmeres. Und es gibt da immer noch den Button, um nach vorne zu spulen. Was verfehlt? Scheißdreck habe ich verfehlt hier.
Male? Ja. Oder was haben wir? Was ist jetzt? Flachflossenplünderer. Das ist ein großer Kollege, ha? Wo läufst du denn hin? Pullt wieder alles gleichzeitig. Okay. Aber direkt zwei Feuerras nacheinander, dank der Spontanität. Sehr schön. Ach shit, jetzt bin ich wieder in den Forst drüber, ich Trottel. Ne, geht zurück hier. Dreimal Feuerra jetzt bitte. Weil da sind jeweils drei Gegner, das heißt, sollte gut Flächendamage geben. Den Blitz brauche ich jetzt hier nicht, weil ist eh fast alles tot. Das Wellenfahrradtor. Wow, wow, oh, da lebt da noch einer, lol. Oder eine. So, mach auf den Lachs. Was haben wir denn da vorne? Ah, das ist wahrscheinlich der Endboss. Beziehungsweise da muss ich hin für die Quest. Keine Ahnung. Boah, Glück gehabt. Ich konnte es gerade noch im Bonus lassen. Also gut. Zweimal Feuerra bitte. Kommt sofort. Dankeschön. Und zurück ins Eis. Ah, da ist wieder Kapitän Madison. Lol. Du kriegst von mir den Dot. Kein Problem. Feuerra. Ne, da sind nur noch zwei Gegner. Oder, ne, nur noch Madison ist da. Okay. Nur noch 12 Minuten hier mein Nahrungseffekt. Plus 3% Routine ist halt schon nice in einem Dungeon. Da sagt man definitiv nicht nein dazu. Was kommt jetzt noch? Räudige Hunde. Wow. Das heißt, Feuerra. Das passt perfekt rein. Drei Stück bitte. Und wieder wechseln. Madison hat immer noch nicht genug, ha? Geht er wieder ein Bier trinken, um sich zu erholen. Truhe hat's hier keine? Okay. Dann sprinten wir doch. Oh fuck, ich hatte das Feuer aktiv, ich Trottel. Ja, naja. 53 Schaden und hier 75. Ja, ist besser als nichts, oder? 75. So, es reicht noch für eine Feuerra. Und dann muss ich leider zurück zum Eis wechseln. Nachher sollte es voll sein, beziehungsweise es reicht für dreimal Feuerra. Das ist halt schon geil für die Spontanität, ne? So eine Feuerra direkt zweimal aneinander Flächendamage raushauen. Das ist halt schon nice. Lass mich den Angriff bitte noch machen. Flachflossenplünderer. Hier sonst noch was? Ah, da lebt ja noch einer. Hoppla. Ist er auch ein Taumaturg? Steht das irgendwo? Keine Ahnung, Mann. Scheiße, warum gehe ich jetzt wieder ins Eis zurück, ich Trottel? Hier, Feuerra bitte. Dreimal, danke. Jetzt noch schnell das Mana auffüllen. Magiepunkte, Entschuldigung. Okay, jetzt lohnt sich eine Feuerra, glaube ich, nicht mehr, oder? Ja, doch, eine schon noch. Eine kann ich noch. Was ist jetzt?
besudelst unsere Siedlungsstätten, Strandschleicher. Ein Snaga oder was ist das? Der Endboss ist das auf jeden Fall. Den Wallhauer heißt er. Das ist dann wohl der Endboss. Lass mich das Mana wieder auffüllen. Dankeschön. Ja. Das Seemannszor hat geschlossen. Ja, macht ja nichts. Blasen steigen an die Oberfläche. Ja, und jetzt? Was bedeutet das für uns? I don't know. So, und zurück zum Feuer. Den Dot wieder machen. Hey! Sag mal! Kommt plötzlich noch ein Leibwächter hier. Was soll das denn? Töte sie. Alle. Level 21, wir haben zwei Level im Dungeon gemacht, oder was? Ja, freu dich! Habe ich die Quest jetzt hier beendet? Oder der wertvollste Spieler? Die Ernennung zum wertvollsten Spieler ist ein System, oder dass du Gruppenmitglieder, die positiv aufgehalten sind, auszeichnen kannst. Also da mache ich Bedarf drauf. Du besitzt den Gegenstand schon. Ah ja, dann passe ich. Und hier passe ich auch. Wo kann ich denn die Ehrungen machen? Glückwunsch, ja danke. Unten rechts auf dem Bildschirm wertvollster. Ah, hier. Alhinode. Machen wir einfach mal. So, aber was muss ich jetzt für die Quest noch machen? Ich muss hier erkunden. Aber was muss ich denn erkunden? Oh. Lass Sascha über die Inhaltssuche betreten und erkunden. Oder muss ich jetzt raus? Ich gehe jetzt mal raus und riskiere es. Ich glaube, die Quest müsste abgeschlossen sein. Ja. Okay, hier habe ich sicher ein paar neue Sachen. Guck mal, zwei seltene Gegenstände. Ohrringe, die gut sind, und ein Bindegürtel. Dann kann ich mit dem Rüstungshändler nochmal reden. Meine Rüstung verkaufen, die ich nicht mehr brauche. Akolytentrippen. Moment. Wo sind meine Schuhe? Die sind doch safe besser, oder? Die sind doch besser als meine. Warte, ich kann ja hier vergleichen. Also, 10, 21. Ah, die sind genau gleich gut. Die sind genau exakt gleich. Ja, gut. Ich zieh sie trotzdem an, weil sie. Ah, ich kann das nicht ausrüsten, während ich mit dem am Reden bin, ha? Gehen wir zum Arsenal. Schuhe. Okay, so, und jetzt kann ich alles verkaufen, was ich nicht brauche. Und zwar diese Schuhe. Gegenstand kann nicht verkauft werden, warum nicht? Der uldische Ring kann auch nicht verkauft werden. Ohren, die kann ich verkaufen. Und kann ich die Schuhe denn nicht verkaufen? Ach, egal. Egal. Ja.
War doch erfolgreiches Dungeon. Zwei neue Gegenstände bekommen. Wunderbar.